Menschen, Ereignisse, Geschichte. Der MDR Kultur Stichtag. Erst einmal allein, weil sie im biederen Husum Ende 19. Jahrhunderts geboren wurde. Und dann wurde ihr das da alles zu eng. Sie ging ins wilde künstlerische Schwabing. Da ist sie Mutter geworden, unehelicherweise. Und dann ist sie zum Monte Verità nach Ascona gewandert. Warum überrascht mich dieser Lebensweg nicht? Erst Biedermeier, dann Bohem und zum Schluss die Suche nach dem Sinn der Welt. Franziska zu Reventlow hat viele Facetten dieser wilden und aufbrecherischen Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts mitgenommen und zu Literatur verarbeitet. Wobei ihr eigenes Leben schon einige Biografien aufgeworfen hat. Eine, Zitat, anmutige Rebellin hat sie ihre Biografie Grafin Gunnar Wendt genannt. Thomas Hartmann hat sich näher mit Franziska Gräfin zu Reventlow befasst, denn heute vor 150 Jahren wurde sie geboren. Hier unser Stichtag. Sie hatte eine Gewohnheit, wenn sie Geld bekam, ein Honorar bekam, damals gab es noch 10 Markstücke, goldene 10 Markstücke, dann hat sie die goldenen 10 Markstücke in der Wohnung herumgeschmissen und dann hat sie später gefreut, wenn sie dann wieder eins gefunden hat, irgendwo in der Ecke. Es ist der Sohn von Franziska Gräfin zu Reventlow, Rolf, der hier die Beziehung seiner Mutter zum Geld illustriert. Oder besser die Nichtbeziehung. Weder vermag die Schriftstellerin Geld an sich zu binden, noch ist ihr besonders viel daran gelegen. Geboren wird Franziska zu Reventlow als Tochter eines preußischen Landrates im Schloss vor Husum, nicht als Franziska, sondern als Fanny. Eine leichte Kindheit hat sie nicht, vor allem das Verhältnis zur Mutter ist kompliziert. Ein gewichtiger Grund: Fanny Franziska spürt bei Zeiten, dass ihre Vorstellungen vom Leben nicht mit dem übereingehen, was sie als sogenannte Frau aus gutem Hause zu erwarten hat. Sie hat, wie sie bekennt, partout keine Lust, ein Leben als spitzenklöppelndes Geschöpf zu führen, das in Haushalts- und Kindergeschichten aufgeht. Noch einmal Rolf Reventlow. Die Aristokraten konnte sie überhaupt nicht leiden. Nicht? Die nannte sie nur die Aristokratenbande. Das war eine Opposition gegen die Enge des Milieus. Schon als Jugendliche weiß Franziska zu Reventlow, dass sie ein Leben als Künstlerin führen und frei sein will. Volljährig geworden, entzieht sie sich ihrer Familie und geht schließlich nach München, um Malerin zu werden. Sie gerät in die Künstler- und intellektuellen Szene von Schwabing, wird ein wichtiger Teil der hiesigen Bohème. Die beste Vorsorge für das Alter ist jedenfalls, dass man sich jetzt nichts entgehen lässt, was Freude macht, so intensiv wie möglich lebt. Dann wird man dermaleinst die nötige Müdigkeit haben und kein Bedauern, dass die Zeit um ist. Für all die Leute mit verfehltem Leben, versäumter Jugend, überhaupt mit vielen Unterlassungssünden, für die muss es schrecklich sein, alt zu werden. Franziska zu Reventlow hält sich daran, schreibt gegen die hoffnungslose Entsagungsödigkeit an, pflegt einen unkonventionellen und auch in sexueller Hinsicht sehr offenen Lebensstil. In Schwabing eckt sie damit nicht einmal an, im Gegenteil. Die Probleme liefert eher das leidige Thema Geld. Die Freiheit kostet. Die Adlige schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, übersetzt aus dem Französischen, arbeitet im Luxusbordell und schreibt. Wir haben wenig Literatur, besonders in der deutschen Literatur, in Frankreich macht das anders sein, wenig Literatur von einer solchen Grazie der Darstellung, wie die Erzählungen und die Romane der Gräfin sie darstellen. Urteilt der Autor und Herausgeber Hans Eggert Schröder. Das Gros ihrer Romane schreibt Franziska zu Reventlow indes erst, als sie München verlässt und den Lebensmittelpunkt in das Tessin verlagert. Sie wird nur 47 Jahre alt. Ein Fahrradsturz wird für die Gräfin zum tödlichen Verhängnis. Thomas Hartmann über Gräfin Franziska zu Reventlow, Frau aus gutem Hause, die nicht sitzen und klöppeln wollte, sondern nach Schwaben ging und das Leben in vollen Zügen genoss und erlitt.